Schon wieder eine spektakuläre Überraschung, die in diesem Fall der Stern Beta Pictoris dafür uns bereithält. Eine neue Studie hat nämlich jetzt enthüllt, dass dieser massereiche, blutjunge Stern nicht nur von einem, sondern sogar von mindestens zwei gigantischen Planeten umkreist wird. Wie können wir uns Beta Pictoris C vorstellen und wie gelang diese überraschende Entdeckung? Klickt zum Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das muss man sich mal vorstellen. Der massereiche Stern Beta Pictoris ist so jung, dass sich seine Entstehung mit dem menschlichen Stammbaum abgleichen lässt. Der Stern, der etwa 63 Lichtjahre von uns entfernt ist und sich im Sternbild des Malers Pictor befindet, wurde vor etwa 20 bis 23 Millionen Jahren geboren. Im Vergleich mit der Sonne, die in etwa 4,6 Milliarden Jahren alt ist, ist das wirklich extrem jung. Als Beta Pictoris also geboren wurde, trennten sich auf der Erde gerade die sogenannten Menschenartigen, also die Gibbons, Menschenaffen und unsere direkten Vorfahren vom Rest der Primaten ab. Diese erdgeschichtliche Epoche wird in der Fachsprache auch als Miozän bezeichnet. Und weil Beta Pictoris ebenso blutjung ist, hat der massereiche Stern schon für manche Überraschung gesorgt. Die Astronomin Anne-Marie Lagrange bezeichnet es als das wahrscheinlich beste Planetensystem, das wir kennen, um die frühen Stadien der Bildung und Entwicklung solcher Systeme zu erforschen. In den 80er Jahren schon gelang Astronomie-Teams eine echte Premiere. Sie konnten eine Aufnahme anfertigen, die erstmalig den Nachweis der sogenannten protoplanetaren Scheibe ermöglichte. Ein großer Meilenstein für die Astronomie. Solch ringförmige Scheiben aus Gas und Staub befinden sich um sehr junge Sterne herum. Aus ihr können sich mit der Zeit Planeten entwickeln. Auch unsere Erde und ihre Nachbarn sind mal aus solch einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne entstanden. 2009 sorgte Beta Pictoris für die zweite Sensation, denn damals wurde in diesem Sternensystem ein erster Planet entdeckt, Beta Pictoris B. Ein wirklich großer Brocken. Jetzt hat ein französisches Astronomie-Team für eine weitere Überraschung gesorgt, denn den Fachleuten ist es gelungen, einen weiteren Planeten um Beta Pictoris aufzuspüren. Sein Name Beta Pictoris C. Laut der Studie handelt es sich auch bei ihm um einen gewaltigen Brocken. So weist er etwa, Achtung, die 3000-fache Erdmasse auf. What? Zum Vergleich. Jupiter, der fünfte und größte Planet unseres Sonnensystems, bringt es gerade einmal auf 318 Erdmassen. Und noch mehr konnten die Fachleute bereits über den neu entdeckten Planeten herausfinden. Er ist wohl 2,7 Mal so weit von seinem Stern Beta Pictoris entfernt wie die Erde von der Sonne. Um seinen Stern zu umrunden, braucht er 1200 Tage. Bedingt durch die hohe Rotation um seine eigene Achse dauert ein Tag auf dem neu entdeckten Planeten nur knapp 8 Stunden. Die spektakuläre Entdeckung wurde durch die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode möglich. Diese Methode eignet sich sehr gut, um Planeten zu entdecken. Auch die Hinweise bezüglich eines zweiten Planeten um Proxima Centauri konnten damit erst vor kurzem aufgespürt werden. Wir hatten darüber hier bei Klicks und Science and Fiction berichtet. Dafür wird die Radialgeschwindigkeit der Sterne in Bezug zur Erde gemessen, um die hypothetischen Planeten kreisen könnten. In bestimmten zeitlichen Abständen werden dafür hochaufgelöste Spektren des Sterns aufgenommen, denn durch die Zusammensetzung eines Sterns und seinen lichterzeugenden Prozessen entstehen ganz charakteristische Spektren. Daraus können Fachleute dann sogenannte Dopplerverschiebungen erkennen, die wiederum Rückschlüsse auf die mögliche Existenz eines Planeten zulassen. Denn die Radialgeschwindigkeit in Bezug zur Erde kann immer sehr genau bestimmt werden. Kreist ein Planet um einen Stern, taumelt der Stern in Bezug zur Erde. Durch dieses Taumeln können dann Planeten aufgespürt werden. Weiterhin sind die Analyse durch Messungen des Harps-Spektrographen des La Silla-Observatoriums eingeflossen und das Forschungsteam ist optimistisch, dass noch weitere spannende Entdeckungen folgen werden. Denn auch die ESA-Raumsonde Gaia und das Extremely Large Telescope in Chile sollen das junge System um Beta Pictoris demnächst genauer ins Visier nehmen. Wahnsinn. Erster Exovulkanmond entdeckt. Boah, das wird immer absolut spektakulärer. Also anklicken, anschauen und AstroComics TV abonnieren. Einer meiner absoluten Lieblingskanäle. Bis dann. Bleibt dran.